Lieber Rudi, auch die Künstler, lieber Walter, liebe Martina, liebe Annette, liebe Freunde und Freundinnen der beiden Künstler und unserer Galerie, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Eröffnung unserer Ausstellung bei dem ersehnten schönen Wetter. Und mir gefällt es auch, irgendwo werden Sie alle auch spüren, dass also die Lebensgeister durchaus bei so einem Wetter wiederkommen. Aber man muss natürlich auch, ich zumindest heute früh, arbeiten. Und da kommen dann auch die Schweißperlchen, vor lauter Aufregung natürlich. Das schönste Tandem, das man sich vorstellen kann, gedoppelte Malerei neben Bildhauerei, stellt die Landschaft und Stadtbilder von Rudi Weiß an die Seite der figurativen Bildhauerei von Walter Schems. Das Paar ist künstlerisch und ausstellungstechnisch erfahren und erprobt, was es so bei uns eigentlich nie gibt, nie geben wird und gegeben hat, aber das ist eben die Ausnahme, nämlich eine Wiederholung von einer Ausstellungspaarung. Das ist eben hier geschehen, aber wohl überlegt und sehr bewusst natürlich. Und es wirkte irgendwie die Kraft der Anziehung zwischen den beiden künstlerischen Werken und des Klangs, des Gleichklangs. Also es könnte durchaus, Gerd Winter, sein, dass also so eine Ausstellungspaarung mal mit Winter und Will mehrfach stattgefunden hat. Das will ich gar nicht mal ausschließen. Aber der Zeitraum, zurückzugucken auf unsere Galeriezeit, ist so lang, dass man schon ganz vergesslich unter Umständen, möglicherweise wird natürlich vergesslich nichts. Vor 10 Jahren haben wir Schems mit Weiß und gezeigt, Weiß neben Schems, und so feiern wir ein seltenes Jubiläum, nämlich ein Erlebnis der besonderen Art, Schems und Weiß, von beiden gewollt, vom Galeristen sanktioniert, Weiß und Schems. Selbstredend gibt es null Überschneidungen zu 2013, aber Sie wissen selbst, man soll ja nie sagen, mit einer Ausnahme, das ist nämlich das kleine Frankfurt-Blatt, Bild von Rudi Weiß, das ist 2013 entstanden, also genau in dem Jahr, wo wir eine doppelte Ausstellung hatten, die ist tatsächlich 10 Jahre her und die damals Teil unserer Ausstellung war. Es ist nicht verkauft worden, so ein kleines Format ist doch immer viel charmanter eigentlich, aber es gab große Frankfurt-Bilder und die waren verkauft, also das kleine ist noch zu haben. Teil der damaligen Ausstellung, es ist also sozusagen das Bindeglied zwischen der damaligen Ausstellung und der heutigen. Und dieser barocke Reiter hier oben, der von der einen Seite wunderschön beleuchtet ist, gehen Sie hoch und gucken Sie sich's an, den haben wir schon länger in der Galerie und ich kann es nicht beschweren, ob der damals möglicherweise auch schon dabei war, ich glaube aber nicht. Alle anderen Arbeiten sind absolut neu, zeitaktuell und zeigen bei beiden, wie ihre Arbeit sich im letzten Jahrzehnt entwickelt hat und verändert hat. Beide Künstler gehören zum festen Bestand der Galerie, waren an mehreren Ausstellungs- und Gruppen-Themenausstellungen beteiligt und haben mehrfach ihr Werk in Einzelausstellungen gezeigt. Jeweils sind es 20 zum Teil großformatige Skulpturen und bildnerische Arbeiten und die treten in Beziehung zueinander, nicht im Sinne einer beidseitigen Ergänzung oder Steigerung, wie auch immer, sondern vielmehr in der Zugewandtheit der Existenz ihres Kunstdaseins und bestätigen die bewährte Ausstellungskonzeption Malerei und Bildhauerei, Bronze und Holz, Farbe und Leinwand, Raum und Wand zu verbinden und gegenüberzustellen und Assoziationen, das sind dann schon Ihre Assoziationen, freien Lauf zu lassen. Rudi Weiß, der Künstler stellt sich durch ein leichtes Winkzeichen selber vor. Rudi Weiß malt zuweilen graue Bilder, gibt es noch ein graueres um die Ecke vielleicht, grüne Bilder oder gar ganz weißgrundige Bilder. Aber dass dies so wäre, ist nur dem Fernblick zu verdanken. Das Auge sucht sich im Verschwimmen
die Monochromie, die es gar nicht gibt. Rudi Weiss löst die Welt in Farbe auf, strukturiert, malerisch und überlagert die oft gespachtelten Farbflächen übereinander. Die vielfältige und gesamte Palette der Farbenskala werden gehalten eben von malerischen Grauwerten oder Grünwerten oder Weißtönen und führen in der Streuung des Lichts zu diffus abstrakten Bildern und es entstehen atmosphärische Bilder. Ich habe in der Einladungskarte was habe ich geschrieben? Muss ich mal gucken. Die Bilder von Rudi Weiss haben Atmosphäre und vermitteln eine impressionistisch-subjektive Stimmung dessen. Ach nee, wir haben es geändert. Und sind atmosphärisch, hatte ich zuerst geschrieben. Auf deinen Wunsch hin habe ich es geändert. Atmosphäre und atmosphärisch sei doch das Gleiche. Nein, es ist irgendwo was anderes. Atmosphärisch zu sein, ist eine Sache, die schwebt und so weiter. Und eine Atmosphäre, als ich heute hier in die Galerie kam und sie waren schon alle da, da war ein munteres Gespräch und so und das hat mir gefallen. Das war Atmosphäre zum Beispiel. Alles ist Landschaft, haben wir die Ausstellung betitelt und es ist so. Stadt, ob anonym oder konkret, wird zur Landschaft. Abstraktion, großgesehene Formen, auch in so einem kleineren Bild. Ja, es gibt sehr große Bilder, die haben wir jetzt fast ausgespart, aber Sie sehen, wie das dann mal heraustritt durch eine viel größere Farbigkeit. Großgesehene Formen, auch das wird zu Landschaft, auch das ist Landschaft. Und die Landschaft, ja, also Bretagne, ist natürlich per se Landschaft ebenso. Frankfurt hängt dort oben, ein Darmstadt-Bild ist im Regal, New York ist mehrfach zu sehen, so wie London und Paris. Rudi Weiss trägt Farbe, den Bildträger, die Leinwand Schicht für Schicht auf, überdeckt und erlöst und spachtelt und kratzt weg, legt frei und bedeckt erneut die Leinwand mit Farben und herauskommt im Mikrokosmos des Bildes die ungeheure Wirkung einer reinen Malerei. Denn darum geht es ihm. Es geht ihm natürlich nicht um die Bretagne, natürlich ist das eine schöne Urlaubsimpression oder um Paris, sondern es geht natürlich auch bei den Abstrakten nie um die Abstraktheit per se, sondern um die Malerei, um das Umsetzen. Seine so entwickelte strukturelle, kann man das so nennen, strukturelle Malerei, das habe ich in Literaturwissenschaften gelernt, so die Strukturanalysen und so weiter, das war mir immer sehr fern. Seine so entwickelte strukturelle Malerei ist seine Form der Wahrnehmung der Welt, also über die Farbe. Die Bilder haben immer Struktur in der Malerei wie im Inhaltlichen und ob es Landschaft ist oder Gebirge oder Garten oder Dremur oder Tiepo oder Fluss oder Stadt, immer geht es Rudi Weiss um eine harmonische Ordnung, die gleichzeitig die innere wie die äußere Struktur bildet. Rudi Weiss ist, provokativ gesagt, ein Realist ist er natürlich überhaupt nicht. Ein Landschafter und Architekturgestalter, der die Welt in Farbe auflöst, malerisch schichtet und überlagert. Landschaftsausschnitte werden zu romantisch ungegenständlichen, manchmal auch gegenständlich bei dem ersten Bild, auch gegenständlichen Gartenstücke und seine Stadtansichten sind zu Stein gewordene Strukturbilder, die oft aus der Erkennbarkeit der jeweiligen Stadtgestalt leben. Und er lockt natürlich auch Dinge irgendwie heraus. Wenn Sie vor dem Paris-Bild stehen Sie vor einem Bild und da ragt der Eiffelturm heraus. Aber in Wirklichkeit ist er so, glaube ich, nicht zu sehen. Das ist dann schon der Bereich der künstlerischen Freiheit. Die Bilder von Rudi Weiss detaillieren die Welt, schieben sie unmittelbar als Ausschnitt in den Fokus des Betrachters und füllen diesen Mikrokosmos mit höchst malerischem Leben. Das ist das Zentrum einfach seiner Arbeit, die Malerei pur. Gestalt und Figur haben wir unsere Ausstellung der Skulpturen von Walter Schems genannt und Holz und Bronze und oszilliert so zwischen Inhaltlichkeit, Bildgattung und technischem Einsatz. Technischer Einsatz heißt Holz oder Bronze oder
Relief gibt es, sage ich gleich einen Satz dazu. Walter Schems ist Holzbildhauer. Ich glaube, in der Ausstellung, das ist das Witzige, ist dieser stürzende und sehr dramatische Reiter die einzige Holzskulptur, wo man nachvollziehen kann, den Weg über die Gießerei, was ein sehr aufwendiger ist, zu den Bronzefiguren. Und Bronze ist manchmal Bronze, braun, grau, wie auch immer, patiniert, aber auch dann, wie dort oben, in Eisen patiniert. Also es ist keine Eisenplastik, es ist auch kein Holz, sondern es ist tatsächlich Bronze patiniert. Walter Schems ist ein Holzbildhauer und wird es bleiben, selbst wenn es eines Tages ausschließlich nur noch eben, oder nicht nur noch, sondern überhaupt Bronzen von ihm geben wird. Er kann sich gegen diesen Werkstoff nicht erwehren und er will es auch gar nicht. Holz hat historisch familiäre Dimensionen. Bei einem Vater, der Küfer als Küfer die Holzfässer für den Weinbau geliefert hat, und ein Großvater als Wagner, der die Holzwagen für die Bauern gebaut hat. Holz ist für Walter Schems im praktischen wie im jeglichen wissenschaftlichen Zusammenhang, in der Forstwirtschaft oder in der Dendrologie, in der Bestimmung von alten Fachwerkhäusern zum Beispiel, zur Berufung geworden. Und als er aus einem schönen, abgelagerten, verwitterten alten Stamm seine erste Figur schuf, ist die Berufung als Künstler hinzugekommen. Mit erstaunlicher Klarheit und Präsenz. Von der ersten Figur war der Bildhauer Schems der Bildhauer Schems. Und hat bis heute den Figurentypus die Treue gehalten, ihn aber aufs Unendliche variiert, verändert, neue Bildideen hinzugefügt, mit anderen Worten, um seine Idee von Figur einen weiten figurativen Kosmos herum entwickelt und entfaltet. Seine Holzfiguren haben nichts mit Mittelalter, barocker Pracht und 19. Jahrhundert, nichts mit Expressionismus, mit Baselitz, Lüpertz oder Balkenhorn zu tun. Er hat sein sehr eigenständig, fast abgeschottet von der übrigen Welt der Kunst, sein Werk geschaffen. Mit großem Selbstbewusstsein stehen sie vor ihren Betrachtern, ragen in die Höhe, wie die großen Figuren dort hinten, die Dreiergruppe, in den Raum. Erkennbar ist er geworden mit seinen figürlichen Stelen. Zeichenhafte Verdichtung von Figur mit seinen Reiterbildern, die irgendwie an klassische Bilder denken lassen, der Antike, des asiatischen Raums. Da gibt es viele Reiterbilder und doch so gar nichts damit zu tun haben. Holz als Material und Stele als Bildidee bilden das Zentrum des bildhauerischen Werks von Walter Schems. Viele Holzplastiken sind in Bronze gegossen. Hier sehen wir, hat sich wirklich umgekehrt, eine Holzplastik ist in der großen Anzahl der übrigen Arbeiten hier. Und aus der Stele hat sich eine Vielzahl von Bildmotiven und Themen entwickelt. Sie sehen hier das Paar, Sie sehen eine ganz neue Bildidee, das ist eben gerade entstanden. Wir werden eine Führung machen und eine Finissage haben, da sind die beiden Künstler da und erzählen auch dann authentischer, als das je ein Galerist könnte, eben über ihre Arbeiten. Dort hinten gibt es eine balancierende kleine Figur und so weiter und so weiter. Hier ein Torso, auch mit Kopf, aber es fehlen ja die Arme, also Torso auf jeden Fall. Der unverwechselbare Menschentyp, fast zeichenhaft verkürzt, ist konzentriert auf das Wesentliche der figurativen Form, sitzend, stehend, gebeugt, erdenschwer als Großplastik auf dem Boden und schwebend in kleinem Format auf einer Stele. Versunken und vertieft ist sein Buch ist der lesende Mensch. Sie können sehen, neben der Darmstädter Bibliothek, da sitzt er und liest. Das ist aber auch ein dickes Buch und ein schweres. Also ich glaube, er liest es auch in unserer aller Leben nicht aus. Aber schön, dass es da steht. In einer anderen Plastik, das Pferd bändigend, zeigt der Reiter seine Kunst im Führen des Pferdes.
Walter Schems verbindet eindrucksvoll die Materialhaftigkeit des Holzes, die als Struktur noch im Bronzeguss erhalten bleibt, mit der Prozesshaftigkeit des Arbeitens und kommt in seinen reduzierten Formen zu überzeugenden bildhauerischen Lösungen. Jetzt kommt was ganz Neues. Fast unbemerkt hat er sich eine neue Bildgattung erarbeitet, die in einem einzigen Exponat hier in der Ausstellung repräsentiert wird durch das Porträt in Blau. Lieber Rudi, Entschuldigung, dass ein Stück Wand von dir weggegangen ist, aber ich musste es machen. Der Walter hat mindestens 200 oder noch viel mehr Arbeiten geschaffen. Große Arbeiten, schwere Arbeiten, je größer sie sind, desto schwerer sind sie. Ein ganz besonderes Material. Es wird gerade an einem Katalog gearbeitet. Es ist ein bisschen ein Problem mit dem Text, der liefert nicht so richtig. Aber wird schon was werden, vielleicht die nächste Woche. Also es kommt noch während der Ausstellung dieses Buch heraus und dann sieht man eine Phalanx von Porträts und von Bildnissen, und da ist auch sein Relief beschrieben, aber auch die Thematik. Sie sehen ja ganz anders wie die Dinge, die alle nach oben gucken, himmelwärts gucken diese Porträts einen alle ziemlich streng an, aber augenlos. Die Augen sind überdeckt, fast mit einer Abstraktion, mit einer abstrakten Fläche, und ich finde es ganz großartige Arbeiten, was dann plötzlich als Relief vom 19. oder gehen Sie zurück in die Antike oder noch weiter, bei den Sumerern und Ägyptern, da gibt es auch Vertiefungen, da gibt es Reliefs, die auch nach innen reingeben. Meistens geht es natürlich nach außen, wenn Sie hier zum Ärmhochschmeißer gehen, da ist eine Bildgeschichte erzählt oder so, und dann sind immer das Reliefs natürlich. Relief hat eine große Bedeutung, war aber irgendwie nicht so existent oder nicht irgendwie vorhanden. Es war immer so ein Mischwesen zwischen der zweiten Dimension und der dritten, und das ist es ja gar nicht. Es ist wirklich eine selbstständige Kategorie. Also dieses einzige, gucken Sie es genau an, und das ist zu den vollplastischen, das sind ja alles Arbeiten, da muss man auch wirklich drum herum gehen, weil in jedem Grad der Umrundung bildet es einen neuen Blick auf eine Arbeit, die manchmal fotografiert von unterschiedlichen Seiten man überhaupt nicht erkennen würde. Manchmal sagt man, kann doch nicht sein, dass das die Arbeit ist, aber es ist eben von hinten fotografiert oder von der Seite oder so. Ach so, ist reingekommen, ja, gut. Zu den vollplastischen, rund gearbeiteten Skulpturen ist in den letzten Jahren, ich würde mal von 10 Jahren sprechen, aber so verstärkt musste ich es wirklich, also gerissen hat sozusagen, obwohl das andere Werk nicht stillgestanden hat, sind also wirklich in den letzten 2, 3 Jahren unendlich viele Arbeiten entstanden. Und es gibt einen wunderschönen Ausstellungsraum bei ihm, und da hängen die, es gibt so Räume, da wirkt alles wunderbar. Und wenn man da hinkommt, dann denke ich mal, warum machen wir eigentlich dann noch in der Galerie eine Ausstellung? Es ist doch dort alles viel schöner in so einem Raum mit so abgeblättert und Industrie gebaut oder Gebäude oder was auch immer. Die letzten Jahre also ist das Relief in seinem Zentrum getreten. Als Bildgattung ist es ein Grenzgänger zwischen Malerei und Skulptur. Und es wäre nicht Walter Schems, wenn er Relief nicht höchst eigenständig definiert, neu definiert und interpretiert. Eine große Ausstellung im Städel zeigt die vielfältigen, ich kann Ihnen gerade mal den Katalog zeigen, so dick, ja, ich habe ihn nicht daheim, ich habe ihn daheim, weil ich ihn gerade mir angucke und so weiter, zeigt die vielfältigen und großartigen Möglichkeiten, das geht ja bis zur Plakette, bis zum kleinen Relief, wirklich, also ist auch eine toll gemachte Ausstellung. Hat jemand erzählt davon, vielleicht hier da sogar, man kommt in diese Ausstellung rein, und das wurde mir erzählt, ich konnte mir es leider nicht vorstellen, also darüber verfügt mein Geist nicht irgendwie, aber jedenfalls, ich bin dann selber dorthin gekommen, und siehe da, es ist also aus dem 19. Jahrhundert eine detaillierte, fast wie so ein Schild, eine ganz feine Reliefarbeit, viel figurig und feinstens wie also in der Renaissance oder was auch immer. Und nebendran ein Nagelbild von Uecker. Boah! Und da bist du mitten in dieser Ausstellung und weißt, hier bin ich richtig. Ne? Ich hoffe, das geht Ihnen bei der Ausstellung allerdings auch so.
Also es geht vom 18. Jahrhundert in dieser Ausführung, die erfinden sozusagen oder tun so, als wenn sie das Relief erfinden würden. Das Relief ist immer da gewesen und es ist ein wichtiger Mittler und nicht nur ein Zwischending zwischen Malerei und Skulptur. Und es will eben diese Ausstellung, die Eigenständigkeit, ist natürlich viel Arp dabei und Schlemmer und Bauplastik auch, denn an den Wänden auf den Häusern wird auch viel reliefiert. Will die Eigenständigkeit zwischen Malerei und Skulptur fixieren und etablieren als eben etwas Drittes. Hier ist die zweite Dimension, hier ist der Weg in den Raum und hier ist dann die freie Skulptur. Für mich war schon immer das Relief ein eigenständiges Medium, das sich von der Wand zu lösen versucht, aber nicht ganz den Raum erreichen will, weil es etwas anderes ist. Walter Schems reduzierten und groß gesehenen Skulpturen zeichnen immer die eindeutige Nähe zur Figur aus, mit der er seine starke Position innerhalb der zeitgenössischen Skulptur markiert. Wenn Sie nach Karlsruhe gekommen sind, ich habe mir es auch erzählen lassen, ich war natürlich nicht dort, dann hat ein großer Skulpturenplatz von ihm den Eingang wirklich geziert. Also du warst der Eingang eigentlich in Karlsruhe. Ja, danke ihr beiden für eure Arbeiten, danke für euer Werk, danke für euer Hiersein. Die Künstler sind eigens für diese Ausstellungseröffnung nach Darmstadt gereist, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Wie gesagt, es gibt dann noch die Gelegenheit bei einer Führung oder später bei der Finissage. Nutzen Sie aber heute die Gelegenheit, gibt gleich ein Glas Wein oder Wasser. Und wenn Sie ein Kunstwerk erwerben möchten, können Sie mit uns ins Gespräch kommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Ausstellung ist eröffnet. Ich danke, wo ist sie denn? Laura Gunder. Für Ihr Hiersein und für Ihren Einsatz. Und wir wünschen Ihnen, da ist sie, und wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntagnachmittag. Aber rennen Sie jetzt nicht gleich weg. Vielen Dank. Bitte entschuldigen Sie, dass mir es nicht gelungen ist, noch so ein paar Löcher zuzuschmieren. Ich wollte jetzt noch anfangen, aber da waren Sie schon alle da. Deshalb habe ich es dann gelassen und mache es dann am Montag oder so. Ja.